Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Planet Side 2. Ja, Folge 400. Unglaublich, aber wahr. Tja, wer hätte gedacht, dass ich hier 400 Folgen lang rumhänge? Und mit Sicherheit noch ein paar hundert draufpacken werde. Ja? Unglaublich, aber wahr. Ja, wie hat das Ganze angefangen? Das Ganze hat angefangen am 21.11.2012 mit der ersten Folge von Let's Play Planet Side 2. Ja, Folge 001. Damals mit, ich glaube, lass mich nicht lügen, 42 oder 54 Abonnenten. Knapp ein Jahr und zwei Monate später habe ich jetzt aus den 50 Abonnenten sind halt 4000 geworden, mittlerweile sogar schon 4200. Ja, 400 Folgen. Hallo, herzlich willkommen bei Let's Play Planet Side 2. Immer wieder derselbe Kram, aber irgendwo muss man ja auch ein Markenzeichen haben. Ja? Und die Begrüßung ist ja standardmäßig immer dasselbe. Ja, Leute, 400 Folgen, unglaublich. Da hat sich gerade mal wieder einer zersägt. Wie nett. So. Jetzt gucken wir mal ein paar Statistiken nach. Punktestand nach 400 Folgen. Obwohl, ist ja schon, ich muss ja direkt dazu sagen, ist ja schon viel mehr als 400 Punkte. Denn wir haben ja Events gemacht. Wir haben mittlerweile Planet Side interaktiv dazu. Und wenn ihr das alles zusammenzählt, komme ich jetzt bestimmt schon auf 600 Folgen. Aber, ne, die... Der Grund, womit wir angefangen haben, also die normale Folge Planet Side, ist halt jetzt bei 400 Folgen. Punktestand bei circa 2,5 Millionen mit 4000, knapp 4800 Kills und 5000 Toten knapp. Ah, siehst, da bin ich mehr gestorben, wie ich gekillt habe. Das kommt davon, weil ich immer rumerzählen muss und stehe und paff, bin ich tot. Zertifizierung 13.348. Ja, davon besitzt sie noch 2600. Und viele fragen mich immer, Helm, wieso hast du denn so viele Zerzpunkte über? Ganz einfach. Ich bin generell ein kneiziger Sack, wenn es darum geht, solche Punkte rauszuhauen. Ich kaufe mir da wirklich nur immer das Notwendigste, was ich meine, das wäre gut, ja. Und den Rest lasse ich erstmal sein, denn morgen könnte die neue Waffe rauskommen und dann habe ich keine Punkte mehr. Und deswegen, solange ich einigermaßen zufrieden bin, gehe ich nie hin und kloppe meine Punkte aus dem Fenster. Das ist grundsätzlich so. Apropos Punkte aus dem Fenster kloppen, jetzt kaufen wir schnell noch ein paar Granaten nach. Werdet ihr mit Sicherheit ein paar Punkte gleich dazu kriegen. Ach komm, klopp mal voll, ja zack, so, hätte ich. So, ja, deswegen habe ich so viel... Punkte über. Station Cash. Ja, wieso habe ich so viel Station Cash? Werde ich auch ab und zu gefragt. Natürlich habe ich für Station Cash Geld investiert, aber ich glaube, wenn ich das mal zusammenrechne, was ich dieses Jahr, also in der ganzen Zeit, Planet Side investiert habe, dann sind es, glaube ich, exakt 40 Euro. Oder lass es maximal 50 sein. Also 40 oder 50 Euro. Und die meisten Punkte habe ich gekriegt, da gab es einmal eine Aktion, da gab es 3:1, also für den normalen Einsatz an Kohle gab es da dreifache an Station Cash dazu. So, und da hatte ich glaube ich 20 Euro investiert und das gab einen riesen Haufen Station Cash und deswegen habe ich so viel Station Cash. Auch noch über. Und seht ihr ja, das wird auch eher langsam weniger, ne? Weil ich hau das auch nicht einfach umsonst raus. Ja, viele sagen, ja, Helm, kauf dir mal dit, kauf dir mal dat, kauf dir mit. Ich guck mir das auch an, ja, aber ich gehe nicht hin und kauf alles einfach so. Das mache ich nicht. Mache ich nie, habe ich nie gemacht, werde ich nie machen. So, Ende. Ja, Statistiken, Klassen, seht ihr, am meisten habe ich Sanitäter, 31% habe ich die ausgerüstet, hä? Habe ich wohl nicht am meisten gespielt, das kann ja wohl gar nicht sein. Sagen wir ja, wo ist mein Profil? Kann man das hier irgendwo sehen?
Naja, machen wir hier erstmal weiter. Also Punktestand bei 2,5 Millionen. Einrichtung erobert 872, Einrichtung verteidigt 700. Medaillen knapp 500. Zertifizierung hatten wir schon knapp 13.500 aufgerundet. Kills 4,8. Tode knapp 5.000. Ja, Kill-Death-Rate würde ich mit 0,9 knapp. Genauigkeit ist 0, also ich treffe nichts. Wunderbar, so soll das sein. Und Hilfe 1979, was heißt das Hilfe? Ich habe einen, achso. Ich werde wohl, das wird wohl sein, wenn ich auf einen draufgeknallt habe, ein anderer hat den erschossen, der zählt also als Hilfe. Ja, schätze ich mal schon. Hier unten seht ihr, wie oder was ich alles erschossen habe. Und da könnt ihr sehen, bis auf 20 ist es ja exakt gleich, ja. Konglomerat 3484, die Terraner 3404, sind genau 20 Kills Unterschied, ja. Also ist total ausgeglichen. Also, auf Deutsch gesagt, es ist mir wurscht, wer vor der Flinte kommt. Hauptsache Feind. So. Ja. Das war kurz und knapp. Fahrzeuge, oh, ich weiß nicht, ob ihr hier so viel interessiert. So viel interessant ist da auch nicht zu sagen. Ja, in der Zeit, jetzt in dem Jahr, haben wir... Lass mich auch nachdenken. Wie viele Events haben wir denn gemacht? Tö! 1, 2, 3, 4, 5... Das sechste Event... Jo, das sechste Event steht jetzt an. Falls ich mich nicht irre. Das sechste Event steht jetzt an und ja, dazu kommt auch noch was. Und zwar, morgen werde ich noch eine News zu dem Event starten. Ist auch wichtig. Solltet ihr euch angucken, wenn ihr dabei seid. Und es sind sehr, sehr viele dabei. Also, knapp 100 Leute haben sich angemeldet. Ja, ich gebe immer zu bedenken, die Dunkelziffer war bis jetzt immer dreimal so hoch. Also, ne, wenn sich 20 angemeldet haben, kamen 60. Hatten sich 35 angemeldet, kamen knapp 100. Ja, und wenn das dieses Mal auch so ist, ja, dann ja, wird es ein bisschen eng. Dann haben wir allein 300 Leute. Ja. Ja, naja. Unser TS-Chef, der war so nett und hat der TS noch aufgebohrt auf 510 Plätze im TS. Ja, also 512, eine komplette Lizenz ist dafür draufgegangen. Also wir haben Platz. Da habe ich auch immer Glück. Ich habe gedacht, ich klebe gleich eine Windschutzscheibe. Also wir haben Platz für 500 Leute im TS. Und dazu muss es auf jeden Fall ein paar Verhaltensregeln geben. Weil es einfach unmöglich, ohne Regeln geht da gar nichts. Weil, stellt euch vor, so viele Leute im TS und jeder labert da, wie er will, geht natürlich gar nicht. Dazu mache ich morgen eine News. Da erzähle ich nochmal alles, wie ihr auf dem TS-Server connecten könnt. Ob ihr Mikro braucht oder nicht und so weiter, bla bla bla. Und vor allen Dingen die Verhaltensregeln und Ahndungen soweit. Also, ne, im Extremfall, im kann ich euch auch direkt sagen, im ganz extremen Fall werde ich einfach auf die Taste hämmern und dann sind alle komplett gemutet. Weil es muss ja immer noch so sein, dass hier was rumkommt, ja, dass ich was erzählen kann, dass ein bisschen was erzählt wird. Aber wenn alle durcheinander quatschen, ne, stellt euch vor, das hört sich ja dann an wie, was weiß ich, in einer Konzerthalle, ja. Alles labert durcheinander, verstehst ja kein Wort mehr. Das wäre ja dann, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Zum Thema Stream werde ich da auch noch ein paar Worte sagen. Jo, aber dazu sind wir ja nicht hier. Ich wollte nur noch mal drauf aufmerksam machen. Ja, ich werde auch jetzt hier und heute, glaube ich, nicht mehr zocken. Ich habe einfach leider ganz wenig Zeit. Ich muss unheimlich viel vorbereiten. Noch alles so Kleinigkeiten, die halt aufhalten. Ne? Kostet alles Zeit. Da kann man nichts dran machen und deswegen jump ich jetzt nur mal hier rum und erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Ja, wer war denn alles mit dabei? Ach, mit dabei war bis jetzt immer Woppy und Judge hier. Meine Kumpels aus der Urzeit, sagen wir mal, ja. Die sind auch immer wieder dabei und
Ich sehe auch von den Resonanzen von euch, wenn die Jungs mitmachen, macht euch auch mehr Spaß. Klar, wenn ihr mich alten Laberkopf die ganze Zeit hört, dann ab und zu mal was anderes zwischendurch ist auch nicht schlecht. Honey Bunny hat sich jetzt auch noch eingeklinkt und natürlich alle Mann, die immer mitmachen bei, toll. So. Was sollte denn diese bescheuerte Nachricht? Was hat mich das interessiert? Egal. Hannibal hat jetzt auch noch eingeklinkt und natürlich beim ganzen Interaktiv sind so viele Leute dazugekommen, ja. Hier, meine Leibärzte. Die immer dabei sind. Ja, ich kann ja sagen, Steve, unser Panzerfahrer, Wolverine und so weiter, ne, der Benny, ich kann sie alle gar nicht aufzählen, die jetzt hier schon fast stammmäßig dabei sind. Bei den Interaktivfolgen ist quasi schon immer ein Platoon vorhanden. Und wenn ich überlege, zurück denke, ja, das erste, ich komme jetzt drauf. Oh, irritiere mich nicht, du Hund. So. Das erste Event haben wir mit 7 Mann gestartet und jetzt jedes Interaktiv hat schon ein Platoon. Von daher könnt ihr euch vorstellen, was am Freitag los sein wird. Ja, trifft sich auch prima. Das hier ist Folge 400. Ja, und Event 4000 findet am Freitag statt, also 4 Tage noch bis dahin. Ja, ich hoffe, ihr hattet in der Zeit riesig Spaß. Ich möchte mal wissen, gibt es denn Leute, die wirklich alle Folgen gesehen haben? Ja, gibt es jemanden, der wirklich von Anfang an dabei ist? Ich weiß nicht, ist das überhaupt möglich? Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber 400 Folgen lang ertragen könnte. Irgendwann kann man das Gequatsche nicht mehr hören, oder? Kommt sein aus den Ohren raus. Ja, Leute. Ich hoffe, von mir aus könnten das weitere 400 Folgen werden. Ich freue mich auf die Neuerungen, die jetzt kommen werden. Vor allen Dingen auf den Mai mit Kontinent Hossin. Dass da richtig was gebacken sein wird. Da werden mit Sicherheit wieder viele Spieler reingucken, die jetzt auch mal eine Zeit lang Pause gemacht haben, was ich auch nachvollziehen kann. Ja, denn wenn man ein Game so lange gespielt hat, ab und zu, ich muss auch wirklich sagen, das ist auch für mich außerhalb der Regel, also was habe ich so lange gespielt, Dark habe ich so lange gespielt und WoW habe ich so lange gespielt, ohne Pause. Aber ansonsten gab es immer mal eine Zeit, wo ich einen Monat Pause gemacht habe, wo ich das Game einfach nicht mehr sehen konnte. Das ist bei Planetside wirklich nicht so. Teilweise hatte ich manchmal echt weniger Lust. Ne? Ist aber normal, aber im Großen und Ganzen macht es mir hier echt tierisch Spaß rumzurennen. Ich ärgere mich auch viel und ich brülle auch viel rum und das ist klar. Und wenn ich in Action bin, haue ich auch mal die ein oder anderen beleidigenden Worte raus. Aber Leute, Entschuldigung, ich denke mal, wir sind alle nur Menschen. Und da gehört dazu, wenn man sich ärgert, ja, im Spieleifer. Wenn man zockt, möchte man gewinnen. Hier kann man, sagen wir mal, so direkt nicht gewinnen, aber man will ja mal ein paar Gegner abknallen. Sonst, wenn das alles hinten und vorne klappt, dann fängt man halt mal an zu fluchen und zu nörgeln. Dann sagt man mit Sicherheit das andere Wort, was man sonst hätte nie gesagt. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das auch nicht übel, als wenn ich auch den einen oder anderen schon mal beschimpft habe. Ne? Ja, du Ochsefahr doch, du blöd Mann und so. Ja, ich denke und hoffe, ihr nehmt mir das nicht schwer für übel. Ja, weil muss ja Mensch sein, Mensch bleiben und Mensch bleiben lassen, denke ich mal. Ja, Leute, ich freue mich auf weitere Folgen, weitere 400 Folgen, 4000 Folgen Planetside 2. Ich freue mich tierisch auf das Event 4000. Das wird der Burner. Und ja, News dazu gibt's morgen. Morgen geht's auch ganz normal wieder weiter mit in unseren Planetside-Folgen. Ja, dann ziehen wir wieder in den Kampf. Guckt noch mal bei Interaktiv rein, war diesmal wieder eine geile Aufnahme, hat sehr viel geklappt in der Aktivserie, die gerade läuft. Ja, das ist ja meist immer eine Wochenserie. Ja, so, und ach, jemand hatte mich noch gefragt, ob Sonntag die nächste Interaktivaufnahme ist. Da kann ich nur sagen, jein, weil im Normalfall wäre sie da natürlich, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt, die ganze
Event-Folge zu schneiden. Das sind mit Sicherheit 2 Stunden Videomaterial, die ich auseinanderschneiden muss, komprimieren muss, best zusammensetzen muss. Ein Best-of will ich natürlich auch davon machen und so weiter. Und das frisst alles ohne Ende Zeit. Und man stelle sich vor, ich habe auch noch ein Privatleben. Das muss ich auch ab und zu noch pflegen, denn sonst kriege ich eine über die Rübe. Okay, Leute. Ja. Ich freue mich, dass so viele den Weg zu mir gefunden haben und ich freue mich immer tierisch über euer Lob. Ich freue mich auch über kritische Stimmen. Hier, kritische Stimmen, da fällt mir zum Beispiel Terrorhase ein, der schießt mir ab und zu gern einen vor den Bug. Da kann ich auch mit leben, Leute. Kann ich auch mit leben. Wenn er nicht steht, hey Alter, was bist du für ein Kacknob, ne bla 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 bla. So, begründungsloser Scheiß. Das ist ja, nix. Aber wenn er dir schreibt, hey Trottel, du hast da und da und da hast du wieder daneben geballert und da hast du rumgemeckert für die und die Station, aber warst selber zu dämlich, um zu sehen, das und das und den hättest du besser angegriffen, damit dann das passiert wäre. Da kann ich locker mitleben, ne? Nobody is perfect. Und wenn ihm das keiner sagt, kann man das auch nicht verbessern, ne? Ist klar. Deswegen bin ich auch dankbar über kritische Stimmen. Nicht nur immer, oh Helm, du machst alles toll, du machst alles wunderbar, ja? Das gehört genauso dazu. Deswegen bin ich über vernünftige Kritik auch immer sehr dankbar. Ne? Ihr könnt mir gerne schreiben, was ich verbessern könnte, was ich verbessern sollte oder sonst irgendwas. Ich bin immer für eure Meinung offen, lies mir das durch und manchmal reagiere ich drauf, manchmal aber auch nicht, weil ich kann ja nicht alles, jeden Vorschlag berücksichtigen. Das funktioniert nicht bei so vielen Leuten. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ja, gut. Genug gelabert. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal, weiterhin viel Spaß bei Planetside und ich hoffe, ihr seid alle am Freitag dabei. Da geht's ab, da sprengen wir den Server. Okay, Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und jetzt singt mit. Habe die Ehre, tschüss. Singt mit, Idiot. Hab ich das von dir nach da drüben? Ja klar. Willst du Film machen? Yo, ich will sehen, wie du im Graben landest. Oh. Okay. Oh. Da unten liegt. Selbst was willst du da drüben? Das ist doch der Feindbunker. Da kriegst du direkt gesagt, hier hast du nichts zu suchen. Das war nicht lustig. Lol, Wuppi, wie geil. Ich bin gleich wieder da. Nein, oh nein, da kommt der nächste.